Schönstes Wetter für Außenarbeiten. Wir haben zwar Holz dabei, aber es geht um was anderes. Es geht um das Sanieren bzw. Freilegen von so einer alten Bruchsteinwand hier und Verfugen nach altem Rezept. Starten wir mal mit dem Entfernen hier von der Putzschicht, ohne die Steine hier großartig zu zerstören dahinter. Das heißt, wir setzen hier mit dem Stemmapparat immer so an, dass wir hier immer nur kleine Ecken wegbrechen und setzen hier nicht mitten in der Fläche an, damit wir später so tiefe Löcher hier in den Schieferstein gedonnert haben. Man sieht also hier hinten dran, dass das alles mit Lehmputz hier gefüllt ist. Der geht hier mit dem Stemmapparat auch recht gut raus. Und später die Feinheiten mache ich gerne mit der Spitze von einem Zimmermannshammer, um das hier so auszukratzen. Ja, hier sieht man schön, wie nass das ist, wenn das so dunkel ist hier. Ja, guck mal hier, das sieht aber geil aus. Schöne Mauer, schöne Steine. Also ein kleiner Zeitsprung, alles abzustellen, mussten wir euch hier nicht direkt zeigen. Wand ist freigelegt, jetzt geht's weiter. Das ist jetzt einmal Hochdruckreiniger. Die alte Plörre hier runter. Ja, und du weißt ja auch nie, wie das Mauerwerk innen drunter ist, gell? Aber hier, das ist echt schön. Ja. Bei mir im Haus hast du das gesehen, vorne waren schöne Steine, hinten haben sie Schrott verschafft. Hier war eine Marmorabdeckung und hier vorne war auch eine Marmorplatte. Und dementsprechend war innen die Wand feucht, ne? Weil er hier nicht atmen kann. Und hey, das ist ja Lüftung Keller. Bis hierhin geht Balkon. Hier kommt Wandholz hin. Und oben drüber bleibt das nachher verputzt. Das ist das nur hier der untere Teil, freigelegt. Um einfach das Wasser aus der Wand zu kriegen. Ja. Der Balkon geht dann bis hierhin. Und geht hier irgendwo rüber. Hier kommt die Tür. Das heißt, wir müssen jetzt die Hinter rausholen. Und den Sandstein hier optisch verlängern. Top Basis. Ja, gute Voraussetzung. Lampe hängt noch. Ich habe da was mitgebracht. Das wird dein Lieblingswerkzeug für die nächsten 2 Tage oder 3. Aha. Dann machst du deine Kelle falsch rum. Material liegt da und dann machst du so. Aber ich habe zu viel verraten, sonst guckt ihr gleich das Video nicht weiter. Hätte ich an meinem Haus mal sowas gefunden. Reinsand mit kleinen Quarzkieselchen. Wie so ein feiner Estrichsand. Rastzement für Natursteine und hier haben wir einmal Weißkalk. So, das waren jetzt die Zutaten und dann habe ich euch erzählt, wir machen das nach altem Rezept. Das habe ich von einem ehemaligen Bildhauer, der schon viele Mühlen verfugt hat und ich glaube, der weiß, von was der redet. Also wichtig ist bei dem Sand, dass man nicht diesen Mauersand nimmt, sondern mehr den Rheinsand. Rheinsand ist kein reiner Sand, sondern Sand, der aus dem Rhein gewonnen wurde. Auf Quarzbasis, also sehr hart, und die kleinen Steinchen da drin helfen dabei, wenn man etwas größere Fugen verfugen will, dann steht das Ganze besser. So, jetzt kommt das Mischungsverhältnis. Entweder mitschreiben, Abo-Button drücken oder nachher wieder zurückspulen. 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommen auf 7. Kellen Sand, 1,5 Kellen Zement von dem Drastzement hier. Der unterscheidet sich eigentlich dadurch, dass der für Natursteine geeignet ist, weil dieser Zement nicht durchschlägt. Also es gibt keine Verfärbungen auf dem Stein, deshalb unbedingt so einen verwenden. Und dann brauchen wir noch 1/2 Schippe von dem Weißkalk. So, das Ganze wird jetzt trocken vermischt.
Trockenmischung fertig. Und jetzt machen wir das erdfeucht nass. Ganz bisschen Wasser. Ich würde sagen, das hier geht als erdfeucht durch. Also das lässt sich ein bisschen formen und hält die Form. Fällt aber auch direkt wieder auseinander. Wenn das Ganze nasser wird und dünner wird, läuft das wieder aus der Fuge. Also darauf achten, das ist die richtige Konsistenz. Dann gehen wir nochmal hin mit dem Schlauch und nässen die Wand an. Heute verwendet man ja für jeden Scheiß eine Grundierung, aber hier geht es ohne Grundierung. Also man macht dann einfach nur nass, damit der Zement jetzt hier in der Fuge nicht direkt verbrennt, weil die Fuge das direkt die Feuchtigkeit aus dem Zement rauszieht und dadurch ist auch die Klebekraft höher nachher hier an den Flanken. Jetzt habe ich mir hier ein bisschen was auf die Kelle gelegt und eben habe ich was von meinem Lieblingswerkzeug erzählt für die nächsten zwei Tage. Das ist also ein klassisches Fugeisen. 10er Breite. Ich habe mir schon schmalere geholt, aber das ist eigentlich Unsinn. Also 10 ist gut. Und dann wird das hier so auf die Fuge aufgetragen. Blech davor halten und Material in die Fuge schieben. So. Wenn man jetzt hier genau hinsieht, dann sieht man, dass ich hier an der oberen Fuge immer hingehe und ziehe das Material, drücke ich nach hinten weg und hier unten fahre ich immer bis auf Null auf die Vorderkante von dem Stein. Dann funktioniert das hier so ähnlich wie ein Schieferdach. Wenn das Wasser von hier oben runterkommt, tropft hier ab, kommt auf die nächste Fuge, läuft nach vorne, läuft über den Stein, tropft wieder ab, kommt wieder auf die nächste Fuge und wird immer nach außen, immer nach vorne geleitet bis nach unten. Das ist also somit das wichtigste Detail hier beim Einfüllen. Was ziemlich doof geht, sind Hochkantfugen. So wie hier, hier habe ich so ein Hochkantloch. Das verfugt sich natürlich mit der Kelle relativ schlecht. Aber dann nehme ich das gerne in die Hand und werfe das da so rein. Ein bisschen nachstoppen. Und dann gucken wir wieder, dass wir unsere Form hinkriegen. So. Und wenn man jetzt von unten gegen die Mauer guckt, dann hat man diese schöne 3D-Wirkung zu der Bruchsteinwand. Und von der anderen Richtung gegen das Wasser ist das absolut schön geschützt, dass hier nichts in der Wand hängen bleibt an Wasser. Das ist halt nur nicht so prickelnd für die Finger. Durch den Zement, der macht die Haut sehr rissig, aber ich bin jemand, der kann nicht mit Handschuhen schaffen. Ja, drunter halten hilft auch immer und dann mit dem Geschirr. Ja, schön die Kontur von dem Stein wieder rausarbeiten und weiter zur nächsten Fuge. Hier waren wir jetzt gerade, jetzt machen wir hier unten drunter weiter. Das war dann auch wieder eine Art, eine Hochkantfuge zuzukriegen. Also die größte Kunst liegt eigentlich immer darin, nicht so viel Material fallen zu lassen. Das fällt meistens mehr daneben, wie man in die Fuge kriegt. Der passt doch wunderbar da rein. Also man findet Ersatzteile für das Haus wunderbar im Garten. Kostet nichts. Jetzt haben wir zwei draus gemacht. Jetzt passt er aber. Oh, die kleben wir wieder zusammen. So, erstmal unten füllen. Habe ich ein bisschen nass gemacht. Ja.
So. Hier unten drunter, der Stein ist auch weggebrochen, deshalb war das jetzt ein bisschen schwierig hier. Aber wenn das nachher verfugt ist, ist das alles toll. Das lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Jetzt haben wir hier auch wieder so ein Großloch. Da habe ich was gefunden. Ja, wenn man jetzt noch treffen wird, wäre das noch besser. Ergebnis zählt. Ja, wichtig ist, dass man das auch alles gut verdichtet. Also Fuge bis hinten hin vollstopfen, damit das nicht nur vorne ein bisschen abdeckt und nachher in einem halben Jahr wieder rausfällt. So, nur zur Orientierung. Hier ist der Stein, den wir gerade eingesetzt haben. Drumherum verfugt. Sieht aus wie original. Hochkant-Fuge-Wurftechnik. Du filmst dort. Soll ich das rausschneiden? So, also wir haben einen kleinen Zeitsprung. Da ist soweit alles verfugt. Bis hierhin. Letztes Feld oben verfugt bis oben. Auch ungefähr bis Fensterbankhöhe. Unten geht es weiter später. Aber jetzt kommt erst Kletten der Fugen. Wenn die Fugen dann soweit angezogen sind, dann kann man die mit Spüliwasser und dem Pinsel etwas kletten. Hey, mein alter Bildhauer hat mir erzählt, was das Seifenwasser mit dem Material hier macht. Das hat irgendeinen Vorteil, aber ich kriege es nicht mehr erklärt, der ist leider letzter verstorben. Aber durch die Aktion hier kann man jetzt wenigstens sein Wissen weitertragen. Und das ist definitiv schöner, die Fuge, durch das Kletten. Das muss schneller gehen, das muss dahin. So, ich habe gelernt, ich ziehe jetzt auch Handschuhe an. Mit drei offenen Stellen an den Finger ist das ziemlich uncool. Letzten sechs. Wie in der Schule. Ist der dort? Da machen doch dicker. Ist doch scheißegal. Ich darf die Mischung nicht verändern, wurde mir gesagt. Ich schneide drauf. Kein Problem. Habt ihr nicht gehört. Hier ist übrigens der Stein, den wir gestern eingemauert haben. Verfugt. Sieht aus wie original. Ich lösche mal weiter. Da fällt nicht auf. Hier kann man schön sehen, dass das Haus komplett mit Lehm gebaut ist hier. Lehm und Schiefer. Boah, Alter. Das mache ich nie mehr. Was? Boah, darin pusten. Kleiner Zwischenstand, wir haben jetzt hier unten so eine Art Schalung gebaut gegen diesen Versatz in der Wand. Da soll später ein Streifen Schiefer drauf. Und jetzt bauen wir damit die Basis und füllen hinter der Schalung eine gerade Kante. Mal durchgetrocknet, machen wir die Schalung mal ab. So, wir brauchen nämlich Platz heute hier. Wir stellen heute den Balkon auf und dann geht es erst an der Wand weiter. Jetzt haben wir in jedem Fall die Top-Basis hier, um hier die Schieferplatten aufzulegen, ohne dass sie uns hier abkippen. Tada! Balkon steht. Jetzt geht's weiter hier mit dem Sockel. Dafür haben wir jetzt hier diese Naturstein-Schieferbänke zusägen lassen. Breite 11 cm, dicke 3, vorne eine Faser dran und die kleben wir jetzt hier drauf. Dann kannst du nass machen und ich mache Kleber drauf.
Wo willst du anfangen? Da hinten oder hier vorne? Ne, vorne. Das ist der Sichtkasten. Hat der Herr Evers schon zu weit verfugt? Schimpf für Evers! Also gehört, Herr Evers? Das war zu früh. Und da fangen wir an. Und dann geht das Telefonkabel von hier nachher runter, hinter die Stufe. Da unten wird es ziehen lassen. Ja. Dann haben wir jetzt hier keinen billigen Fliesenkleber verwendet, sondern den teuren von PCI, weil der weniger Kunststoffanteile hat und damit sich besser mit dem Naturstein verträgt. Also nass machen ist die Grundierung von früher. Wenn man es nicht nass macht, zieht direkt das untere Material die Feuchtigkeit aus dem Kleber und dann verbrennt der, sagt man, bei Putz genauso. Deshalb erst gut einnässen, damit der nicht sofort wegzieht. Und dann klebt das Ganze besser. Geht das schon in der Hand. Dann auch Kleber auf den Schiefer machen. Schiefer ist ja von Natur aus ölig. Dann verteilen wir das noch mit der Zahnkelle. Also eine 6er hätte gereicht, haben wir aber nicht gefunden. Verliere es gleich. Ruhig. Was hast du denn da gemessen? 1 bisschen Gefälle. Dann guck mal da, bündig. 4, 5. Wenn der Sand so abgesoffen ist wie unsere, braucht man weniger Wasser. Ist noch Kalk dabei. Der ist schon mal neu. Doch, das sieht ganz gut aus. Oh. Das ist doch fast wie original. Eigentlich zu dünn. Also sieht gerade so aus, wie es nicht aussehen soll. Aber das ist die Restfeuchte in dem Sand. Schon wieder morgen. Ich bin übrigens an dem anderen Fenster. Da, wie original. Letzter Gang, Pinsel. Wie schon erwähnt, hier sind übrigens die zwei, die ich eben eingeflickt habe. Ich würde sagen, kann man so lassen. Wenn man es nicht weiß, dann war das so. Die Kim guckt extra nicht. Ist kamerascheu? Ja. Dann halt doch mal runter. Und da kann ich auch gehen. Kannst du mal bitte deinen Pinsel da wegmachen? Guck, guck. Erwischt. Soweit fertig verfugt. Bevor wir die Bruchsteine jetzt versiegeln, werden wir hier dem Sandstein noch einen neuen Anstrich verpassen, damit wir mit dem Öl von den Bruchsteinen nicht später ein Haftungsproblem mit der Farbe kriegen am Sandstein. Und hier oben hatten wir etwas größere Ausbrüche am Sandstein. Die haben wir mit einem Spezialputz erst nochmal aufgebaut und werden das hier jetzt einmal vorstreichen. Und dann haben wir gleich genug Zeit für die Fenster abzukleben, für den zweiten Anstrich ordentlich beizuarbeiten. Also hier eine spezielle offenporige, atmungsaktive Farbe. Weil Sandstein ist ja von Natur aus feucht, beziehungsweise zieht immer die Feuchtigkeit aus der Wand raus und deshalb sollte der nicht abgesperrt werden. Tipptopp. Aber hier drauf will ich jetzt gar nicht so weit eingehen. Eine Etage oben drüber haben wir hier an dem Sandstein das untere fehlende Stück ergänzt durch Aufputzen. Und man beachte hier rote Farbe, gestrichen bis ans Mauerwerk in der Kontur von der Wand. Ich glaube, für einen Schreiner kann man das lassen. Letzter Akt sind jetzt hier die wiederentdeckten Kellerschächte mit Sandsteinrahmen. Die waren vorher komplett zugebaut und gar nicht mehr vorhanden. Weiß ich nicht, wie man sowas mit Marmor zukleben kann. Ja, es wird eine Linie.
Nächster Morgen, alles getrocknet. Jetzt können wir anfangen, die zu versiegeln. Das Ganze machen wir mit normalem, handelsüblichen Leinöl. Grundsätzlich passiert mit dem Leinöl nichts anderes wie mit einer Holzoberfläche. Das heißt, wir tragen das Material satt auf und der Stein saugt das Öl komplett weg, so wie Holz auch. Und der Überschuss wird nachher verteilt. Somit ist die Oberfläche wasserdicht, das Wasser perlt ab. Dann hatten wir am Anfang mal die Rede darüber, dass wir das so verfugt haben, dass wir oben immer eine zurückstehende Kante haben, unten die vorstehende. Das heißt, das Wasser läuft immer von der Tropfkante auf die nächste Fuge, läuft wieder nach vorne, tropft wieder ab und geht dementsprechend so an der Wand nach unten. Und das nächste ist, dass wir hier, wir haben die also noch einmal gereinigt, einen Hochdruckreiniger. Und jetzt ist hier noch relativ viel Zementschleier drauf. Und nach dem Ölen ist dieser komplett weg. So, und jetzt wird hier ohne Rücksicht auf Verluste Steine inklusive Fugen satt aufgetragen. Dann gehen wir hier bis an den Sandstein auch dran. Und jetzt sieht man auch, warum es mir wichtig war, dass wir den vorher streichen. Weil auf der Ölschicht hält die Farbe nicht mehr. Also hier ist kein Schleier mehr drauf auf dem Stein. Der ist komplett verschwunden. Geilomat, sollten wir jetzt schon. Nicht erschrecken, das Dunkle geht wieder weg. Hier auf dem Stein kann man jetzt schön erkennen, dass hier kein Schleier mehr zu sehen ist, sondern nur noch schiefe Naturfarben. Ui, schön, schön. Jetzt haben wir nur noch hier die letzte Ecke. Hier oben haben meine Töchter schon vorgearbeitet, damit wir die Briefkasten aufhängen können. Ja, ich würde sagen, das Werk ist vollbracht. Die Wand wirkt jetzt aktuell relativ dunkel, als ob sie nass wäre. Das dauert jetzt circa 2-3 Wochen, dann wird die wieder heller. Und ich habe das Ganze ja schon geübt bei mir zu Hause. Ich zeige euch das mal im fertigen Zustand. Das hier ist also jetzt die Vorderfront von meinem Haus. Links kann man das Werkstatttor erkennen. Und hier bei den Fenstern ist der einzigste Unterschied, das sind keine Sandsteingewände, sondern das ist Beton aufgesetzt. Und dann habe ich jedem Fenster oben noch einen Hauswächter verpasst. Hier kann man jetzt auch schön erkennen, dass die Steine wieder heller werden und die Fugen noch heller ausbleichen. Hier an der Seite habe ich übrigens Tuffsteine versteckt. Die waren hier an jedem zweiten Stein. Die habe ich mit diesen Eiern hier übertüncht. Und hier unten, der erste Meter hier unten unterhalb von der Fensterbank, der war vorher mit Fliesen beklebt von außen. Und auf der Innenseite in der Wohnung hatten wir ein Feuchtigkeitsproblem. Nachdem wir diese Fliesen abgenommen haben, haben das verfugt, hat sich das Problem nach einem halben Jahr circa erledigt. Ja, das war es jetzt soweit zum Thema Bruchsteinwände sanieren. Kostenmäßig kann man sagen, man kann so eine Wand hier für unter 100 Euro sanieren. Allerdings sind das Stunden für ein paar tausend Euro. Also man kann es nur selbst machen oder man hat viel Geld. Aber ich würde sagen, ich würde es nochmal machen und der Charakter da ist unbezahlbar. In diesem Sinne, bis nächste Woche mit einem neuen Video und tschüss.